Oh. Gut, da wollte ich meine Reise anfangen hier im Herrschersicker sammeln und Lilly, hi. Hallo Gebirges, du siehst aus, als würde es dir gut gehen. Hey Champ, du weißt, die Macht der Z von Z-Attacken mittlerweile sicher zu schätzen, stimmt's? Ja, es geht. Die Z-Kristalle, die du während deiner Inselwanderschaft gesammelt hast, haben dir also gute Dienste geleistet, was? Ich frage mich, was genau die Z-Attacken so besonders macht. Das war auch mal eins der Themen bei meiner Attackenforschung. Den Anfang macht dein sein Z-Kraftring, der aus dem Glitzerstein von Kaporiki hergestellt wurde. Durch das Nutzen der Z-Kristalle entsteht eine Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon. Oder, um es mit Attacken auszusagen, da ist kein Platz für einen Ego-Trip. Genau wie es scheint, entsteht dadurch ein unsichtbares Band zwischen Trainer und Pokémon. Ja, der Trainer überträgt dabei seine geistige und körperliche Kraft auf das Pokémon. Dieses wird dadurch in eine Aura gehüllt. Was ermöglicht es da wohl dem Trainer, seine Kraft an seine Pokémon zu schicken? Der Glitzerstein, der Z-Kraftring. Ja, der Z-Kraftring, natürlich, wahrscheinlich. Ja, genau. Genau, der aus dem Glitzerstein hergestellte Kraftring wandelt die Kraft des Trainers in Licht um und hüllt das Pokémon damit ein. Durch die Ultrapforte, die Solgaleo geöffnet hat, fließt das Licht nach Alola. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Könnte es sein, dass die Glitzersteine auf die gleiche Weise nach Alola gekommen sind? Also wäre es eine begrenzte Anzahl. Auch nicht schlecht. Die Mitglieder des unserer Forschungsteams haben uns erzählt, dass Necrozma vor langer Zeit einen Teil seines Körpers verloren habe. Okay. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Die sind ja auch schwarz, die Z-Kraftringe. Wenn wir meine Hypothese mit ihrer Erklärung kombinieren, könnte es nicht sein, dass die Glitzersteine der Teil des Körpers sind, den Necrozma verloren hat? Gebirges, das würde ja bedeuten, Necrozma kann diesen Teil seines Körpers zurückerlangen, wenn es an der Seite ist. Also sie sprechen darauf an, dass ich es mega entwickeln kann, anscheinend. Oder so. Hä? Wir müssen eigentlich jeden Z-Kraftring einsammeln und es Necrozma zurückgeben. Dann ist das Ding wieder vollständig. Okay. Es war nur eine Vermutung, aber das ändert nichts daran, dass du ein außergewöhnlicher Trainer bist, Gebirges. Und Necrozma ist ein außergewöhnliches Pokémon. Akromas hat mir erzählt, dass du Necrozma in Solgaleos Licht gegeben hast. Ja, und dadurch hat Necrozma seine helle, leuchtende Form angenommen. Hört auf, immer abzuwechseln, das nervt! Holy crap! Die alten Legenden besagen, dass Necrozma durch Licht gebannt worden sei, aber vielleicht wurde ihm damals ja das Licht gegeben. Ich möchte auch irgendwann mit einem Pokémon einen Z-Attack einsetzen. Toll, mir ist es gelungen, einen Teil des Geheimnisses der Z-Attacken zu lüften. Das habe ich nicht nur meiner Assistentin Lilly und Champ Gebirges zu verdanken. Das habe ich nur euch zu verdanken. Aber wie Z-Attacken konkret funktionieren, gibt uns immer noch viele Rätsel auf. Ich baue auch in Zukunft auf eure Unterstützung. Okay. Klein, aber fein. Klein, aber fein. Dabei wollte ich eigentlich nur ins Loft reingehen, schauen, ob hier ein Sticker ist. Nein, hier ist ein Kramurks. Hallo Kramurks. Und eine Pipi-Plüschi. Eine Pipi-Puppe, die ihrer Besitzerin wohl sehr im Herzen liegt. Das ist die Plüschi, die wir bekommen vom Dingens, ne? Das ist ein Erinnerungsfoto, auf dem du gemeinsam mit Lilly und Tahali zu sehen bist. Ah, schön. Und Tagebuch. Ein Kosmetik- und Linsen-Etui. Zwei sehr beliebte Accessoires in Alola. Oh. Also hier haben wir keine Sticker. Das ist gut zu wissen. Aber sehr, sehr viel Gequatsche vom Ding. Hier, Z-Attacken, bla 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 bla. Sie laufen da außen Fleckmann rum. Haben wir hier unten noch irgendwo einen Herrschersticker eventuell versteckt? Das wäre da komisch, ne? Hä? Oh, wird. Hi, Marlon. Hallo, Gebirges. Was für ein Zufall, dass wir uns hier treffen. Dieses Machen, das mir gelegentlich als Pokémon-Mobil-Pokémon aushilft, ist völlig verannahrt in Muskeltraining. Deshalb dürfen wir manchmal den Fitnesskeller des Professors benutzen. Alles klar. Perfekt. Dieses Gewicht ist genau richtig für seine Muskeln. Okay. Hebt man ein schweres Objekt an, ändert sich dadurch auch seine potenzielle Energie. Es ist beeindruckend, wie Machum als Muskeln dieses physikalische Gesetz veranschaulichen. Ich sollte mir auch einen Ruck geben und mich mal auch etwas sportlich betätigen. Mit Machumal kann ich einfach nicht mithalten. Das soll für heute mal genügen. Du fängst doch mit diesen richtig krassen Sachen an, ne? Mars Royale ist wirklich eine Klasse für sich. Es wäre bestimmt ein leichtes, mein Körpergewicht zu stemmen. Bist du fertig? Also dann, bis bald.
generell diese ganzen kleinen Anspielungen, die alle reinkommen, so kleine Cutscenes, die sind gut. Finde ich gut. Die bringen mehr Leben in die Welt rein. Hm. Das hatte man in Sonne und Mond ja nur in diesen bestimmten Orten. In diesen Restaurants, wo man halt gegessen hat und dann Herzschuppen bekommen hat. Dort konnte man halt relativ viele Herzschuppen bekommen, wenn man das richtige Menü ausgewählt hat, nachdem man den Inselkönig, Inselkönigin besiegt hat, da sie ja mit einem zu essen kommen und ein bisschen quatschen wollen. Und dann immer meckern, ey, du hast gar nicht aufgegessen. Gut. Wo hätte ich theoretisch noch welche übersehen können? Trainerschule dürften ja keine sein, das wäre halt irgendwo gemein, die dort zu verstecken, aber wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich weiß nur, uns fehlt die eine Etage, auf der wir nicht waren. Und zwar die ganz oberste Etage. Und ich glaube, in den Gebäuden hier waren wir auch nicht großartig drin. Ja, Fleckmon. Was sagt der Typ eigentlich hier vorne? Fleckmon hat eine Attacke namens Gainer. Oh nein, mit der es seinen Gegnern in den Schlaf lullen kann. Stellt ein Pokémon ein, kann es erst wieder im Kampf mitmischen, nachdem es aufgewacht ist. Damit hat Fleckmon natürlich gute Karten, denn den Kampf gut für sich entscheiden, ne? Es ist so eine ekelhafte Attacke. Ich mag sie. Ich mag sie sehr. Benutze ich auch gerne. Hehe. Ist halt eine hundertprozentige Trefferchance für eine Schlafattacke. Die halt eine Runde länger dauert. Da ist ein Pikachu an der Wand angemalt. Mit denen werde ich jetzt nicht großartig quatschen, aber ich werde mal rumschauen. Oh, Wand. Da ist eine Wand. Oh Mann, was haben wir hier oben noch so schön? Es versteckt, ich glaube, nichts. Außer der Typ. Hey. Sieht so aus, als wärst du hier etwas trainiert. Ich drück jetzt hier schon seit 30 Jahren die Schulbank. Denkst du, kannst mit mir aufnehmen? Klar. Ich bin der König der Trainerschule. Du gleich wirst du sehen, wie viel Training hinter den Attacken meines Teams steckt. Seit 30 Jahren bist du hier auf der Bank am Trainieren? Alter. Oder am Lernen? Das ist ekelhaft. Gabriel! Ich bin mal gespannt, welches Level dein Pokémon haben. Rasaf. Okay, das ist auf jeden Fall hochentwickelte Pokémon. Okay. 56, das geht ja sogar noch. Blattgeißel. Ein bisschen hier lang, ein bisschen dort lang. Man kann den erst bekämpfen, nachdem man die Pokémonjäger gemacht hat. Als Garaborn. Oh. Habe ich irgendwo eine Flugattacke drauf? Nee, ne? Nö. Nee. Hm. Man kann den erst bekämpfen, nachdem man die Pokémonjäger geschafft hat, soweit ich weiß, weil wenn man vorher hinkommt, sagt er so, nö. Du bist es nicht wert, gekämpft zu werden, bla bla, du bist zu schwach. Aber gut, er hat einen Skaraborn im Team. Und wir haben die Mega-Entwicklung. Und ein Kopfschuss. Und hallo, Tarn. Mit seinem fetten Düsenantrieb hinten auf dem Rücken. Besteht aus weiteren. Aus vielen weiteren kleinen. Ja, Tarnhehl. Mega Metagross ist ein Pokémon, was aus 8 Pokémon aus 8 Tarnhehl besteht. Das ist so ein kranker Mist. Ich wurde besiegt. Heißt es etwa, ich muss das Training des letzten Jahres wiederholen? Nicht schon wieder. Jahr 31. Immer noch nicht fertig mit der Schule. Und das trotz all dem Training. Jetzt weißt du, warum ich hier seit 30 Jahren ohne Abschluss die Schulbahn drücke. Was? Was habe ich eigentlich für einen Raum? Alle Bänke sind oben. Dazu sind Dingens. Die Ursprünge von Alola. Alolas Insel entstanden durch die Aktivität eines submarinen Vulkans. Mit der Zeit kamen Pokémon nach Alola. Manche flogen herbei, andere schwammen? Und wiederum andere brachte der Wind. Sie ließen sich alle hier in der Alola-Region nieder. Ah. An der Tafel, Tafelanschrieb stand offenbar von Professor Kukui. Bei der Berechnung des Schadens, den eine Attacke verursacht, muss immer die Wirkung von Items und Fähigkeiten berücksichtigt werden. Ja. Willkommen, ich bin die Direktorin dieser Schule. Oh, Direktorin. Okay. Unter unserem ehemaligen Schüler befindet sich nicht nur ein Captain, sondern auch ein Champ. Das erfüllt mich als Direktorin natürlich besonders mit Stolz. Aber es gibt immer noch einige Dinge, die du in der Trainerschule lernen möchtest, nicht wahr? Na gut, dann will ich mich dir höchstpersönlich annehmen. Okay.
Okay. Drei Pokémon. Fiona. Schuldirektorin. Oh. Mit einem Granbull ist er süß. Sie hat ein Granbull in ihrem Team. Das finde ich absolut gut. Welches Level? 57, das geht ja sogar noch. Ist ja nicht so schlimm wie 74. Das ist voll gemein gewesen. Da kommst du zum Kampf und denkst du so, oh schön, ja, da hast du einen schönen Gegner. Ja, nö. Nö. 74. Damn. Machen wir es mit Tarn. Das wird heute Tarn sein Part werden irgendwo. Schön zack, zack, zack. Auch wenn ich eigentlich gesagt habe, hey, komm. Oh, crap. Aua. Ich wollte eigentlich die Herrscherstecker sammeln, aber wenn wir schon mal hier sind, ne? Und irgendwelche Dinge hier aktivieren, dann machen wir es auch richtig. Mega Metagross hat dieselbe Fähigkeit wie unser Volvrock. Das müsste Krallenwucht sein. Und, oh, es reicht nicht. Das heißt, es verstärkt physische Attacken, die körperlichen Schaden verursachen. Und dabei Kontakt erstellen. Mal schauen. Krallenwucht, da haben wir es. Erhöht die Attacke von direkten Attacken. Damit sind wirklich alle Attacken gemeint, die halt... Wobei, es gibt auch spezielle Attacken, die Kontakt erstellen. Alle Attacken, die Kontakt erstellen, sind gemeint. Und... Das funktioniert bei Schnuffels ganz gut mit dem Turbofelsen. Das funktioniert bei Tarn ganz gut mit dem Patronenhieb und allen anderen Attacken, die es besitzt, außer Erdbeben. Und das ist halt richtig, richtig fies. Richtig, richtig fies. Zudem bekommt es einen massiven Bonus auf Angriff, Spezialangriff und Initiative auch. Das Ding sollte man nicht unterschätzen. Ein Akani. Okay, Akani ist doof. Wie schnell sind wir? 157, wir sind ein bisschen langsamer als Schnuffels. Schnuffels ist schneller als Akani. Und ein Turbo-Tempo sollte uns nicht rausnehmen können. Da wir auch ein höheres Level haben. Ergo, Bedroher senkt noch unsere Werte, weil wir keinen Neutraltorso haben. Machen wir ein Erdbeben. Das wird sau wehtun, auch wenn es bei minus 1 ist. Flammenblitz. Ah. Hans Part hat er erfüllt. Es hat es erfüllt. Und jetzt kommt die andere Seite der Medaille. Und die wird richtig wehtun. Turbofelsen. Zack, 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 zack. Bonk. Sehr schön. Gut. Das war nur noch ein Bisbark. Bisbark. Ja, hat eine große Schwäche gegenüber. Nein. Kampf. Seine einzige Schwäche. Also wir hauen einen Vogelstoß drauf. Hoffen, es wird besiegt. Denn eine Heimzahlung von dem Ding tut richtig hart weh. Bitte sei schneller, Jumper. Ja, nö, Eiszahn. Hör auf mit Eiszahn. Komm schon, haus weg, Vogelstoß. Du kannst es. Jawoll. Fokusstoß mit Step bei einem speziell angreifenden Pokémon plus Expertengurt ist auf jeden Fall ein Kill. Du hast ganz schön was drauf, das musst du dir lassen. Dankeschön. Eine gute Lehrerin ist sich nie zu fein, auch von ihren Schülern zu lernen. Als Zeichen meines Respekts schenke ich dir eins meiner Lieblingsitems. Was denn? Oh, einen zweiten Kingstein. Cool. Gibst du einem Pokémon den Kingstein zum Tragen, lassen seine Angriffe den Gegner gelegentlich zurückschrecken. Damit wäre der Unterricht beendet. Das war meine Freude. Ah, da ist auch irgendwas. Wenn ich gewinne, spricht jeder von der Schule, der Direktorin einen Champ besiegt hat. Was? Spricht jeder in der von der Schule, deren Direktorin einen Champ besiegt hat? Wenn ich verliere, können wir uns damit rühmen, einen Champion hervorgebracht zu haben. Oh, was für eine erfreuliche Situation. Oh, ich kann gar nicht genug aufhören zu grinsen. Oh, vergiss, was ich gesagt habe. Hihihi. Ja, Win-Win-Situation und so. Ah, der Typ ist weg. Nee, da ist er ja. Und trotz all dem Training. Ja. 30 Jahre lang, ey. Du schießt doch bloß auf die Professoren. Aber sie haben auch ziemlich teure Sachen hier. Hallöchen, die Damen. Können wir was kaufen? Wie teuer ist denn hier so ein Hemd?
50.000. Ja. Geht er noch? Oh. Oder das hier für 500.000. Holy crap, das sieht ja geil aus. Krass. Wirklich. Kostet insgesamt 1,4. Okay, das kostet insgesamt dann 1,8. Noch was? Nö. 2 irgendwas. Heilige Scheiße. Alter. Will ich sagen, was? Das ist mega teuer. Also, wer das Geld sich alles erfarmt, heilige Scheiße, Respekt. Kaufst du irgendwas anderes? Bekommst du ein Geschenk? Eine Grassidea. Eine Grassidea ist Shaman. Kann man einsetzen, dann wird Shaman verwandelt in seine Skyform, seine Flugform. Das war das Game Freak-Gebäude, richtig? Die müssen jetzt auf der unteren Etage wohnen, genau. Hallola? Von zu Hause? Mister, machst du da? Sind sie da? Also, ich würde gerne mal behaupten, ich bin recht fit, was Pokémon-Kämpfe angeht. Der Projektleiter ist ebenfalls eine harte Nuss. Wenn ich nicht auf ganz meinem Niveau. Sollten jetzt noch die Schneeknatter, dann würdest du den Kampf gegen uns beide wagen? Klar. Alles klar, lass uns loslegen. Hey, Iwao, komm mal her. Sofort. Du siehst aus wie ein junger Schwarzgurt. Süß. Was, jetzt ein Kampf? Na schön, los geht's. Auf geht's. Das sieht aus wie ein junger Schwarzgurt. Hat ein spezielles Model bekommen für das Spiel. Ha, der hat ein spezielles Model bekommen, ist ja süß. Game Freak Masuda und Game Freak Iwao. Ist ja geil. Gengar und Kecleon. Das ist eine ungewöhnliche Kombination, aber Gengar ist gut. So, zeigt mal eure Level 60 Viecher. Ich will sie sehen. Oh, nicht hoch genug vom Level, schade. Turmkick auf Kecleon. Und Gengar, dich machen wir mit einem Flammenwurf, ein bisschen flambieren. Man hat ja so ziemlich jetzt in jeder Generation seit, glaub, Gen 5 die Möglichkeit gegen Game Freak zu kämpfen, immer gegen Masuda. Aber Doppelkampf, glaub ich, noch nie großartig. Aua. Ich wollte nicht auswechseln. Wir sind ja eh sowas von ein bisschen überlevelt gegen die Typen, das passt auch schon. Roxanne. Findest du auch auf das Gengar? Und je nachdem, was kommt, ein Hytera. Oh, kacke. Ich, ein Hytera für unser schönes Jamba. Mit dem Fokusstoß, wenn die allzu viel Schaden machen können an Hytera, weil es speziell defensiv ist. Au. Psychokinese, wirklich jetzt. Aber mal schauen, also es kann durchaus sein, dass wir da gut durchkommen. Und ich merke einfach, wie ich von Minute zu Minute wacher werde. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Alter Schwede, ey. Einheitierer. Ich glaube, übrigens Schnuffels raus. Machen darauf dann einfach. Oh, Machomai. Jetzt hätte ich Tarn gebraucht. Okay. Wir machen auf Zaitera einfach mal einen Durchbruch. Dann hauen wir das Ding um. Und auf Machomai selbst machen wir Flammenwurf. Hoffen, dass das Ding eventuell verbrennt. Und Zaitera wird eh umgehauen werden. So. Zack, weg bist du. Gibt es eine Menge Erfahrungspunkte. Alles gut. Level 59 für Roxanne. Und Level 63 für Schnuffels. Flammenwurf. Es wird einen guten Schadenswert raushauen. Machomais Spezialverteidigung ist jetzt nicht die höchste der Welt. Und es ist verbrannt. Wuchtschlag. Ich bin gerade schildlos. Ich sehe schon. Aua. Wuchtschlag. 100 Stärke, 50 Genauigkeit. Verwirrt zu 100%.
Böse. Und ein Ambidiffel. Hm. Davon ausgehend, dass das jetzt nicht allzu viel macht, das Mahomai, hauen wir das Ambidiffel um. Mit einer Aurasphäre. Mit einer Aurasphäre, ich wünsche, wenn ich jetzt hätte, ne? Und ein Turbofelsen, weil es einfach irgendwo passt. Oder ein Durchbruch. Ach nee, wir machen ein Eisenschild aus Mahomai. Interessant, wir sind schneller als das Ambidiffel, weil das eh nicht angreift. Hm. Kehrtwende. Okay. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass es angreift. Steinkante. Ah. Aua. Aua, aua. Ah, interessant, interessant. Okay. Double Switch. In haben wir Metagross und dann mal Rob. Patronenhieber fürs eine. Das andere ist langsamer als das andere. Das heißt, Druff, Druff, tot und alles gut. So. Mega. Patronenhieb auf Ambidiffel. Mahomai hauen wir um mit der Mondgewalt. Na dann, zeig mal, was du kannst. Ich bin schon sehr entspannt. Ja, ja. Ah, mir fällt wieder die eine Sache ein, die ich vergessen hatte im ganzen Let's Play, um zu zeigen. Es gab eine Sache. Eine Sache, die ich zeigen wollte, aber ich weiß, dass ich die nicht zeigen darf von Game Freak aus, weil die gesperrt wird weltweit wieder. Oh, schneller. Schneller als Rob, what the fuck. Und zwar ist es die spezielle Zeltattacke von Ultra Necrozma. Die ist weltweit gesperrt. Wieder einmal. Das heißt, ich kann die nicht direkt zeigen. Ist halt doof, aber ihr solltet einfach nur wissen, die Attacke ist einfach richtig ekelhaft. Die ist richtig, richtig ekelhaft. Macht halt sausau Schaden. Oh, ein Dragoran, guck mal an. So. Eisheap. Und Mondgewalt. Weil ich leider drin gelockt bin. Nee. Oh, Metagross outspeedet. Dragoran ist weg. Sehr schön. Das war ein Volltreffer-Eishieb. Aua, aua. Wieso hat der Typ einen Dragoran in seinem Team? Das ist eine gute Frage. Letzten Endes bin ich eben doch der Stärkste und Beste von allen. Zumindest in meinen Träumen. Mit dieser Taktik hatte ich nicht gerechnet. Es war beeindruckend. Ich finde, sich als Schwarzgurt macht es ja lustig. Du bist selbst ja schon richtig stark. Dabei hatte ich gehofft, mit Ivaro meine Seite so richtig abräumen zu können. Naja, das war wohl nix. Reife Leistung, du hast deine Pokémon wirklich gut trainiert. Lass mich sie fit machen. Dankeschön. Ich habe noch was für dich. Wenn du dieses Item besitzt und ein Pokémon im Hort abgibst, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Ei gefunden wird. Der Ovalpin, das Ding, was ich mir nie abgeholt hatte in Sonne. Fällt mir gerade ein und ich züchte in Sonne. Ha! Ja, doof. Ich lasse dich nur einmal pro Tag mit mir kämpfen, okay? Du kannst dann also morgen wieder kommen. Bis dahin habe ich dich wahrscheinlich aber eh wieder vergessen. Böse. Böse, böse. Was sagt der Kollege da oben dann? Hallo, ich bin der Projektleiter. Der Rotodex hat es ganz schön in sich, nicht wahr? Der Rotodex, ey. Also der eine gibt einen Ovalpin, womit man Eier macht, bekommt. Und der andere gibt einen Chillerpin, wenn man den Pokédex voll hat. Sie belohnen wirklich fürs Erkunden und das finde ich gut. Das finde ich gut. Gut, 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 gut. Auch wenn ich einige Wege nicht abgegangen bin. Oh, ein Fuecro. Hi. Fue. Dieses Fuecro ist ein berühmter Wrestler. Überall unter dem Namen El Fuecro bekannt. Aber in letzter Zeit ist es hat seinen Formtief. Willst du mehr über das Problem wissen? Klar. Bis vor kurzem war El Fuecro eine Naturgewalt und verlor keinen Kampf. Alle liebten ihn. Doch neuerdings gab es dann diesen Newcomer, ein Mahomai, das El Fuecro immer und immer wieder in den Knie zwingt. Seitdem wird es von fürchterlichen Selbstzweifeln geplagt. Okay. Hätte es doch nur eine TM, mit der ich El Fuecro eine Attacke Akrobatik beibringen könnte, dann würde es Mahomai endlich die Stirn bieten können. Ich besitze die Attacke. Oh, Moment mal. Das ist doch genau die TM, nach der ich suche. TMs kann man beliebig oft einsetzen, stimmt's?
Darf mir kurz borgen, um Elf Rico die Attacke beizubringen? Klar. Danke, ist echt nett von dir. Es hatte nur 4 Attacken. Okay, nur 3 Attacken mindestens. Maximal. Ha. Cool. Wow, sieht aus, als hätte Elf Rico endlich sein Selbstvertrauen zurück. Vielen Dank. Ich möchte mich hier mit der Kenny zeigen. Das ist für dich. Oh, Machtgurt ist ja cool. Jetzt heißt es eben üben, bis Elf Rico die Attacke Akrobatik gemeistert hat. Alles klar. Warum das Ding kein Kampftyp ist, ich check es nicht. Aber gut. Noch ein kleines Event geschafft. Das ist super gut. Und ich suche immer die komischen Sticker, weil die irgendwo versteckt sind, die böse. Vielleicht irgendwo im Wasser. Die ganz gemein. Anscheinend nicht hier vorne. Nee. Aber ich wollte einfach hier vorne hinkommen. Was wollte der noch gleich sehen? Er wollte irgendein bestimmtes Pokémon sehen. Quartermark. Ja, Quartermark. Nee. Hab keins. Rollt da rum. Aber ich wollte zu dem Vulpix hier im Gebäude. Denn ich glaube, es will vielleicht ein bisschen spielen. Wohl. Nein? Ist auf jeden Fall schon wieder besser. Ich hab's, wie wär's, wenn du Vulpix einen maximaler Salat anbieten würdest? Wenn es von dir zu. Was? Wenn er von dir kommt, nimm es hoffentlich es an und wird zutraulicher. Liebe geht ja schließlich durch den Magen. Klar. Haben wir ja einige durch die Story bekommen. Du gibst Vulpix einen maximaler Salat. Vulpix nascht vorsichtig am maximaler Salat. Hey, der maximaler Salat scheint ihm zu schmecken. Super. Das haben wir dir zu verdanken, Trainer. Willst du morgen auch etwas Zeit mit Vulpix verbringen? Müssen wir auch gar nicht morgen sein, wann immer du Zeit hast. In 10 Jahren vielleicht. Gut. Aber hier haben sie auch keinen Herrschersticker anscheinend. Welche Orte haben wir auch noch nicht besucht? Oh, hallo Akromos. Hä? Schon wieder hier? Hey du da, ich habe einen Namen, das weißt du doch. Ist dir ein Pokémon namens Skinsect ein Begriff? Klar. So ist es recht. Ich hätte aber auch von dir ja nichts anderes erwartet. Die Wissenschaftler des des P2-Labors konnten Genesex-Kanone mit Hilfe bestimmter Module die nötige Feuerkraft entlocken. Wenn ich dich jetzt hier so sehe, dann bin ich mir sicher, dass du auch sie richtig einsetzen wirst. Ja, das Ackermodul, Frostmodul, Feuermodul und Blitzmodul. Oder Flammenmodul und Blitzmodul. Und Gefriermodul, nicht Eismodul. Der Glaube an deine Pokémon allein ist noch keine Erfolgsgarantie. Wenn du nichts an sie glaubst, dann gelingt es natürlich erst gar nichts. Nur das Vertrauen zwischen einem Trainer und seinem Pokémon versetzt Berge. Hey da, den Kampfbaum, meine Richtung für Pokémon-Kämpfe auf Pony, kennst du, oder? Ich bin schon gespannt, mit welchem Kampf sie dort für Furore sorgen wirst. Du kennst mich aber, du hast mich schon beim Namen genannt. Haben sie wieder total vergessen. Um zu ändern den Text. Das liebe ich ja. Ich liebe ja, wenn sie den Text vergessen zu ändern. Na gut. Hey Pia, was ist los? Wie schön, dass du gekommen bist, Gebirges. Gladio ist in die Fernregion Kanto und Johto gereist, um zu entspannen, zu trainieren. Genau, das ist ja fast. Gladio will stark genug werden, um dich und Tali zu besiegen. Er hat sich gegen die Inselwanderschaft und für eine längere Trainingsreise entschieden, um dieses Ziel zu erreichen. Er meinte, es sei unmöglich, euch zu übertreffen, wenn er euch nur alles nachmache. Ich glaube, er hat Kanto als Reiseziel gewählt, weil ich ihm einmal davon erzählt habe, wie ich dort früher auf Pokémon fangen gegangen bin. Ach, tut mir leid, dass ich jetzt so lange mit meinen Plauderern aufgehalten habe. Hier, ist für dich. Für mich, was? Natürlich maximaler Sada. Und das hier auch. Noch maximaler Sada. Ich kümmere mich mal wieder um die Pokémon der Schutzzone. Ach, das Pier. Ah. Ich würde sagen, wir gehen auch noch nach oben. Kann sein, dass ich oben was übersehen habe. Wir sind ja nicht alle Wege abgegangen. Waren nicht alle zugänglich. Weil blockiert teilweise. Oh, Samantha steht da vorne. Hallo, Samantha. Gleich. Es gibt also nichts. Okay. Nix. Gar nichts. Kein Sticker. Okay. Und sagt das Pier hier oben? Selbst die schrecklichen Ereignisse sind nur so halb so schlimm, wenn man geliebte Menschen und Pokémon bei sich hat, mit denen man schöne Momente und Malasadas teilen kann. Ach, du mit deinen Malasadas. Hi, Samantha. Ich bin Samantha, Präsidentin der Eva Foundation. Und doch bin ich auch Gladius und Lillys Mutter.
Nur wer Pokémon und Kinder seine uneingeschränkte Liebe schenkt, gleichzeitig aber auch stark genug ist, still über sie zu wachen, besitzt wahre Schönheit. Gebirges, das habe ich von dir gelernt. Ah, danke. Sehr schön. Sie hat gelernt. Hast du auch eine Quellenangabe gemacht? Hat sie. Von mir. Yay. Gut, Laborbereich. Trotzdem saugefährlich die ganzen, ne? Aufzüge. So, in die anderen Gebäude kommen wir immer noch nicht rein. Die anderen Forschungseinrichtungen. Es gäbe noch einen Ort, der mir einfallen würde, wo wir nicht wirklich gesucht haben nach diesen Stickern. Und wo wir auch nicht in alle Gebäude reingegangen sind. In Lilly. Also dem Ort Lilly. Allerdings kommen wir da recht früh hin und ich glaube nicht, dass wir da Sticker verstecken würden. Wäre halt irgendwo gemein. Hier ist auch nichts. Erschreck bitte nicht, aber diese Items sind alle für dich. Ein DNS-Keil. Für Kyurem. Ein Banngefäß. Für Hooper. Ein Seelentau für Latias und Latios. Und... ja, brauchen wir nicht wissen. Wofür, aber danke. Aber ich muss schon sagen, ich verstehe, dass man seine geliebten Pokémon ständig um sich haben will. Aber sie mittels einer Attacke in einen Kälteschlaf zu schicken? Also, das geht doch etwas zu weit. Die Pokémon, die jetzt schlafen. Ich werde hier alle auf sie aufpassen, bis sie eines Tages wieder ihren alten Zustand zurückkehren können. Sie hat sie alle eingefroren. Die ganzen Pokémon mit... mit einer Attacke. Dann frage ich mich aber, was für eine Attacke das war. Und zum einen... warum zum Teufel? Nee. Anlegestelle. Ui. Sorry. Haha. Zu viel Cola und so. So. Mein Junge ist völlig überraschend wieder nach Hause gekommen. Da wollte ich ihm einen Pokémon-Kampf erstmal die Lektion erteilen. Leider hat er mich platt gemacht, wie schnell die Kleinen noch groß werden. In seinem Fall sehr groß. Zweite und dritte Plätze, ist doch gar nicht mehr schlimm. Wir kommen hier bei... warte mal, kann es sein, du bist Gebirges? Ja, da bin ich. Hab's mir doch glatt gedacht. Mein Sohn hat mir viel von dir erzählt. Bromley hat in letzter Zeit hin und wieder sein Zuhause vorbeigeschaut. Er wollte, dass ich hier dir das gebe, falls du jemals aufwachen solltest. TM87 Angeberei, na herrlich. Es war seine Lieblings-TM. Bei den Pokémon, mit denen er Angeberei beigebracht hatte, hat er bei Kampfturnieren viele Trophäen gewonnen. Bis dann die TM gebannt worden ist. Und jeder gesagt hat, laut Smogon darfst du das nicht. Bullshit. Oh, hier liegt sogar eine Perle rum. Ist ja lustig. Habe ich aus Versehen A gedrückt gehabt. Und dann immer hier hinter. Da liegt ein Item. Und das ist ein Mantax. Das ist ein Ufer. Den ich überspielen kann. Nach rechts drehen. Ha. Süß. Verabschieden. Lass mich mehr mit dir spielen. Nope. Was haben wir für ein Item? Ein Schluck. Was? Man kann so früh am Anfang des Spiels ein Schluckkraut finden. Ist ja krass. Als Surferlehrerin hat man kaum was zu tun, weil alle Surfer sofort alle allein Kunststücke hinlegen. Ja, möglich. Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass wir hier nicht surfen können. Mantax ist ein gütiges Pokémon. Es macht ihm nichts aus, wenn sich ein Mensch auf seinem Rücken stellt. Und das, obwohl es bereits einen Remoraid mit sich herumschleppt, das an ihm haftet. Süß.